Kennen Sie diesen Mann? Richtig, das ist Sam Fischer. Wir waren für Sie im kuscheligen französischen Städtchen Annecy, wo Ubisoft am Multiplayer-Part des 3D-Action-Spiels Splinter Cell Pandora Tomorrow arbeitet und haben dabei dem besten Mann der NSA-Untergruppe Third Echelon bei seinem geheimen Treiben über die Schulter geschaut. Leider hatte Ubisoft wie schon beim letzten Mal nur Konsolenversionen vorbereitet. Deswegen mussten wir uns abermals damit begnügen, Bilder der Xbox-Version vom Fernseher abzufilmen. Hier sehen wir das erste Level des Spiels. Anders noch als in Splinter Cell ist das Tutorial in Pandora Tomorrow eine echte Mission. Hier sehen wir Sam zum Beispiel, wie er einen neuen Move ausführt. Er kann sich nun kopfüber an ein Rohr oder eine Stange hängen und seine Pistole zücken. Und der neue SWAT-Turn lässt Sam blitzschnell an Türen oder Öffnungen vorbeihuschen. Achtung! Besonders nützlich dürfte der verbesserte Spagatsprung sein. Sam kann in Pandora Tomorrow durch Gewichtsverlagerung nochmals Schwung holen und höher gelegene Abschnitte erreichen, wie hier zum Beispiel dieses Geländer. Haben Sie das gehört? Das war Sam. Sie können ihn demnächst auch pfeifen lassen, um die Aufmerksamkeit von Wachen auf bestimmte Punkte zu lenken, wenn gerade mal nichts zum Werfen zur Hand ist. Und noch was Neues. Anders als noch in Splinter Cell können Sie Sam jetzt auch auf Kommando über den Boden kugeln lassen. Je höher Sams Tempo, desto weiter die Rolle. Auch die KI der NPCs wurde überarbeitet. Die Schurken nehmen jetzt Geiseln, wenn es die Situation erfordert. Aber auch das Problem ist lösbar, wie man hier ganz hübsch sehen kann. Dass Splinter Cell Pandora Tomorrow nicht nur spielerisch wie der erste Sahne werden dürfte, sondern auch grafisch überzeugt, zeigt diese Szene ganz gut. Die Stadt unter Sam ist nicht nur eine Bitmap, sondern besteht bis zu einem gewissen Punkt aus echten 3D-Modellen. Sehr, sehr schick. Wie schon in unserer Titelstory vor 2 Ausgaben erwähnt, wird Sam in Pandora Tomorrow deutlich öfter in Außenarealen unterwegs sein als im Vorgänger. Hier ist er wieder im indonesischen Dschungel. Am helllichten Tag. Die dichte Vegetation und die Schatten sind seine einzige Deckungsmöglichkeit. Auch den Multiplayer konnten wir ausgiebig antesten. Hier sieht man einen Spion, der zuerst einen Söldner mit einem Elektroschock lähmt und ihn dann von hinten greift, um ihn auszunocken. Die Spione zu spielen ist übrigens deutlich anspruchsvoller, weil sie den Gegner nur bewusstlos schießen oder schlagen dürfen, während Treffer aus den Waffen der Söldner tödlich sind. Sehr cool übrigens, sowohl Söldner als auch Spione können Mini-Mikrofone verschießen und die den Gegnern an die Jacke heften. Dann hören sie, was das feindliche Team untereinander via Headset palavert. Hallo liebe Leser und willkommen zu einer kleinen Tour durch Splinter Cell Pandora Tomorrow. Die Bilder, die Sie hier sehen, haben wir auf der ersten offiziellen Presseveranstaltung für das Spiel in Paris eingefangen. Die Fortsetzung des Actionkrachers von Anfang dieses Jahres soll bereits im März 2004 in den Läden stehen. Darin ist Sam Fisher, sexy Star aller Geheimagenten, unter anderem in Indonesien und in Frankreich unterwegs. Hier sehen wir ihn im Dschungel in Indonesien. Er muss vor Sonnenaufgang die Basis dort in der Ferne infiltrieren. Da es schon langsam hell wird, ist die Zeit ziemlich knapp. Leider stehen aber auch überall Sniper, die das Areal mit Argusaugen bewachen. Deswegen muss sich Sam besonders vorsichtig verhalten und den Weg des geringsten Widerstands suchen. Achten Sie mal auf das Gras. Das reagiert auf Sams Berührung. Und das ist absolut neu in einem Computerspiel. Sam hat in Pandora Tomorrow auch ein paar neue und sehr effektive Moves spendiert bekommen. Hier klemmt er sich wie gewohnt zwischen zwei Wände, kann aber jetzt dabei das Gewicht auf eines seiner Beine verlagern, um bei Bedarf nochmal höher zu springen. Auch sehr beachtlich die katzengleiche Geschmeidigkeit, mit der er sich unter diesen fahrenden Zug hier klemmt. Und noch was ultra cooles. Sam kann jetzt auf Tastendruck wieselflink an offenen Türen vorbeihuschen. Achten Sie mal auf die Reflexion in der Fensterscheibe.
Wow. Und jetzt noch ein kurzer Blick in den flammneuen Multiplayer-Modus, der zwar nur auf 4 Mann ausgelegt ist, aber dennoch viel Spaß verspricht. Hier treten Sams gegen Soldaten an. Im Bild haben sie die Perspektive der Soldatenklasse, die sich ausschließlich in der Ego-Perspektive spielen lässt. Dickere Wummen und auch ansonsten ein völlig anderes Equipment als Sam sollen sicherstellen, dass es beim Spion gegen Kämpferspiel nicht langweilig wird. Der Soldat etwa hat einen Bewegungsmelder, aber kein Nachtsichtgerät, aber eine Taschenlampe an seiner Knarre. Und besonders cool ist das geplante Feature der Stimmübertragung. Man soll, wenn man als Sam einen der Soldaten im Schwitzkasten hat, ihm über ein Headset liebe Worte ins Ohr flüstern können. Bis März muss ich mir wohl noch ein paar Gemeinheiten ausdenken. Im Anschluss sehen Sie übrigens noch ein Interview mit Producer Julian Garrity. Viel Spaß dabei!